Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dino Crisis. Es ist nicht Dino Crisis, es ist Nickel Crisis hier. Heute sollte eigentlich Livestream sein, nein, sollte gar kein Livestream sein, nein. Heute wäre sowieso regulär ausgefallen, weil ich da bin. Deswegen spielen wir hier mal wieder um 22 Uhr Dino Crisis. Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich noch das System von Shadow Hearts in mir habe, weil da gab es ja einen Schrittzähler und in den Dungeons hat man ja dann Schritte gesammelt für voll die krassen Items. Deswegen laufen wir hier die ganze Zeit so in kreuzender Quere rum und ich bin überhaupt gar nicht unwissend. Das war nur deswegen, das war die Angewohnheit von Shadow Hearts. So, folgendes, wir haben jetzt hier immer noch unser Code. Also wir haben einmal Sol und einmal Leo. Ich meine, Leo ist klar, weil die Medaille ist ja da falsch rum. Wenn wir jetzt Sol nehmen, Sol, das ist 5, 0, 7. So, und dann Leo falsch rum. Und das wäre dann 0, 3, 7. Und es ist nichts. Okay, also, die Medaille auf der linken Seite ist ja nicht falsch rum, die kann ja nicht falsch rum sein. Aber es gibt halt auch kein L. Deswegen versuchen wir das einfach auch mal umzudrehen, wie auch dieses Leo, weil das ist ja vor allem selbst 037 kann an sich keinen Sinn ergeben, weil wenn ich das ist ja gespiegelt und wenn ich das spiegle, dann haben wir 730, vielleicht ist es auch 730, dann müssten wir die 50L auch spiegeln. Und dann haben wir ein falschrumme 5 oder ein falschrummes S, eine 0 und eine falschrumme 1. Also ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Wenn wir jetzt nehmen, gehen wir mal von rechts nach links, wie auch bei Leo. Wenn wir 0, 3, 7... Und dann hätten wir 705, also 705, 037. Aber das ergibt ja auch keinen Sinn, weil das ist ja nicht verrutscht, sondern das ist ja gekippt, das ist ja, ja, es ist gespiegelt. Und wenn ich Leo spiegel, dann kommt da 037 raus, ich raste aus. Okay, ich habe es mir gerade ich habe mir jetzt gerade auf meinem Zettel vorgestellt, da stellt da einen Spiegel hin, da kommt auf jeden Fall 037 raus. Also, zweites ist 037. Wenn ich 50L spiegel, stell mir jetzt mal hier den Spiegel vor, dann hätten wir ein falschrummes L, eine 0. Und irgendeinen Schlangenbuchstaben. Also bei Sol funktioniert es auf jeden Fall nicht mit diesem Spiegeln. Aber 0, 3, 7 hat ja nichts gebracht. Also machen wir jetzt mal, dann spiegeln wir das eben halt falsch rum, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. 7, 0, 5 und dann 0, 3, 7. 0, 3, 7. So. Danach probieren wir Leo am Anfang. Ist es jetzt euer Ernst? Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Wenn ich S0L spiegel, dann kommt da raus ein falschrummes L, eine 0 und ein falschrummes S. Ja, okay, ich gebe zu. Es ergibt keinen Sinn, aber es ist halt so. Ich hole mir nachher einen Spiegel nach der Aufnahme, schreibe mir das nochmal auf und dann gucke ich da nochmal. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann ist ja der Strich S-O-L. Der Strich ist unten. Wenn ich den spiegel, ist der Strich immer noch unten, aber auf der anderen Seite. 0 und aus der gespiegelten S oder 5 wird einfach
was falsch rum ist. Das ist falsch. Das gespiegelt ergibt das keinen Sinn. Man könnte gar nicht meinen, dass ich die anderen Resident Evil Rätsel allein gemacht habe, gell? Kann man gar nicht verstehen. Also ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung. Ich meine, die Rätsel hier kriege ich ja sogar auch hin, außer dass jetzt hier mit diesem, was keinen Sinn ergibt. Lest mal ganz im Ernst, Leute, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn ich Sol spiegel, dann ist es los. Und das alles falsch rum. Dann müsste ich es ja nochmal nach oben kippen, damit es überhaupt irgendwie was Sinn ergibt. Und dann hast du aber eine andere Zahl. Ich erinnere mich immer wieder an das eine Rätsel bei Resident Evil. Was war denn das? Ich glaube, das war 1. Aber ich glaube, das war das Remastered. An diese. Nee, das. Oder war das Zero? Nee, es war 1. Wo man diese ganzen Statuen hat und ich mir einfach irgendeine Geschichte ausgedacht habe. Mit der Mustang trampelt dieses nieder und das andere greift das an und es hat einfach gestimmt. Dann haben wir jetzt links und rechts und haben links und rechts. So, warte mal, wo muss ich hin? Ich krieg schon Kopfschmerzen, ey. Oh. Ich zieh einfach meine Kopfschmerzen. Seit ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich Kopfschmerzen. So, warte mal. Nee, hier muss man nicht rein. Oh Mann. Wisst ihr, weil ich mich freue? Ich trinke nachher. Es könnte natürlich auch sein, dass ich wieder Koffeinmangel habe. Es könnte auch sein. Ich habe noch gar keinen Kaffee getrunken. Aber als es mir nicht gut ging, immer wenn es mir schlecht geht, will ich keinen Kaffee trinken. Und da habe ich komischerweise nie Kopfschmerzen. Das ist er. Willst du Gel zur Hilfe? Ja. I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs 2 people working in tandem to unlock it. Sit tight. I'll be right there. So, what's our status? Here, take this. Ready? Okay, on 3. 1, 2, 3. Und da ist ein DDK-Schloss. Bist du jetzt mein Freund, Gail? Gail? Hier, mach mal das hier. Ich habe das extra abgeschraubt. Ich weiß nicht warum, aber wir haben es erstmal abgeschraubt. Wurde mit dem digitalen Disk-Schlüssel gesichert. Überprüfe das Gerät an der Tür. Ein DDK-Gerät. Auf ihm ist ein E zu lesen. Ja, jetzt geht's aber scharf hier. Jetzt zeige ich euch, wie gut ich rätseln kann. Oh Gott, was ist das denn? the third ball Horror. Also,
Ganz kurz. Irgendwann könnte auch eine Zeile wegfallen, haben sie, hat's stand da, gell? Wir fangen jetzt erstmal ganz normal an, so wie ich es auch gemacht hätte. Also, ich brauche mal ein Stift und einen Zettel. Ich brauche langsam mal einen Cousin-Zettel hier. Wir haben dabei A, B, C, D, E, F nicht, G, H auch nicht, I. Okay, also. TH. The. TH. T. H. R. F. N. F. Das ist zu viel. Also, da stand doch irgendwas mit, man muss irgendwas weglassen. Irgendeine Zeile. Please input the password. Ach, hier liegt nichts rum, Mist. Ich hab gedacht, hier liegt irgendwas rum. Da liegt zwar was rum, aber das ist das Tagebuch, glaube ich. Das hat nichts mit DDK zu tun, oder doch? Doch, okay. Ja. Dass mehr Sicherheit gewährleistet wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen befinden, können die Zahlen angeben, welche Reihen weggelassen werden müssen. Wenn der Schlüssel 2 ist, sollten alle Zeichen des Codes ab der zweiten Reihe wegfallen. Wenn der Schlüssel 2 ist... Hä? Wir haben noch gar keinen Schlüssel. Wenn der Schlüssel 2 ist, wann ist denn der Schlüssel 2? Ist ein E zu lesen. Ja. Wenn der Schlüssel 2 ist. Also ist es jetzt hier 2? Woran erkenne ich das denn?
Nehmen wir mal an, ich lasse die ersten beiden weg. Sollen wir einfach mal die letzte nehmen? Komm, wir nehmen nur die letzte Reihe. Ha. Ja. Oh. S. S. Y. Krass. Krass, ist falsch. Wenn es eine 2 ist. Hä? Ich weiß nicht, was der Schlüssel ist. Woher soll ich denn wissen, was der Schlüssel ist? Selbst wenn die zweite Reihe wegfällt, dann habe ich immer noch TH H B A L L O N. Und dann hätten wir H R O O Enter. Das muss anscheinend irgendwo da geben. The third ball. Hi. Sechs, sieben, acht, neun. Woran sehe ich, was der Schlüssel ist? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, ich nehme mal einen größeren Zettel. So, müssen wir das hier weg. Gut, also. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Dann haben wir A, B, C, D, E, F, G, H, I. So. Dann hätten wir T, H. T, H. R. F. N. F. TH schreibe ich dann drüber. So. Nächste Reihe. LL, LL, O, N. Dann H, I brauchen wir nicht. R, O, R, R. S, G brauchen wir nicht. S, Y. So, also ich habe jetzt aufgeschrieben. F. So. Ich würde jetzt am liebsten was wegkürzen. T,
TH und TH könnte ich wegkürzen. Aber das ist falsch. Und warum ist dieses Feld vom K so groß? Nehmen wir mal an, ich habe die 8 und die 9 auch noch dabei. Nee, die 6 und die 8. Dann hätten wir A, B, C, F, H. So, dann hätten wir T, T, R, N, L, L, O, N, R, O, R, R, S, S, Y. Nee, das gibt doch keinen Sinn. Tron. Wie kriege ich raus, was der Schlüssel ist? Soll das nur ein Beispiel sein, was da in diesem Ding drin steht? So. Selbst wenn aber irgendeine Reihe wegfallen würde, da gibt es keinen Sinn. Es muss ja wahrscheinlich irgendeinen Lösungswörter geben. Laboratorie hatten wir ja letztes Mal. T-H-E. E fällt weg, also H. Selbst wenn wir jetzt das H auch noch weglassen. Stand A ist gleich 1, B ist gleich 2 und die zweite Reihe könnte wegfallen. Nehmen wir mal an, die zweite Reihe ist weg. Dann hätten wir noch übrig TH. Wie?
Die. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn die zweite und die vierte Reihe wegfallen, immer die zweite Reihe, dann habe ich jetzt wenig Buchstaben. Aber wenn ich die erste und die zweite wegfallen lasse, dann passt es ja auch nicht. Ich muss mir das Ding nochmal durchlesen. Gail, was soll das? You're all clear. Let's go. So, das war's jetzt. Alles klar, auf geht's. Ja, super. Du bist mir ja vielleicht eine Hilfe. Ja, ich will es nochmal lesen. Nochmal, bitte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet, wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Zahlenbasierter Schlüssel dekodieren. Teil 2. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen befinden, ja, haben wir, können die Zahlen angeben, welche Reihen weggelassen werden müssen. Ein Beispiel, wenn der Schlüssel 2 ist, sollten alle Zeichen des Codes ab der zweiten Reihe wegfallen. Ach, ab der zweiten Reihe sollten die wegfallen. Aber wo kriege ich denn, was ist denn der Schlüssel? Was ist der Schlüssel? Das ist jetzt mein Problem. Ich weiß ja nicht, was der Schlüssel ist. Gott. Wenn der Schlüssel 2 ist. Ich kann ja noch nicht mal zusammen machen. Wenn alles ab der zweiten Reihe wegfällt, dann habe ich ja nur noch D. Nee, dann habe ich nur noch TH. Okay, bevor wir jetzt hier länger sitzen, ich gucke jetzt im Internet. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, weil ich habe keinen Schlüssel. Also ich weiß nicht, wo ich den Schlüssel herkriegen soll. Ich habe den 1, 2, 3, 4, 7 und den 9. Was soll mir das sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich jetzt wegfallen lassen? Welche Reihe soll ich wegfallen lassen, damit das irgendeinen Sinn ergibt? Also da gibt ja vorne und hinten keinen Sinn. Ich kann auch nicht mal irgendein gefühlt richtiges Wort bilden, weil ich A, B, C, D, E, G und I nicht benutzen kann. Ich google mal kurz.
Das Passwort soll Energy sein. Da wäre ich nie drauf gekommen, weil es hieß, man muss den Schlüssel wegkürzen. Und so hat es bisher immer funktioniert mit diesem Wegkürzen. So haben wir es ja auch bei Laboratorie gemacht. Wir haben es weggekürzt, die Buchstaben. Aber der fünfte Buchstabe im Alphabet ist E. Warum kommt denn hier Energy raus? Gibt es da irgendeine Erklärung dazu? Weil egal, was ich hier jetzt anklicke, die haben einfach nur alle... Das ist einfach, die steht immer nur Energy da. Steht nie da, warum. Warum? Warum kommt da jetzt Energy raus, wo wir ganz klar das E wegkürzen? Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist offen. Es ist mir egal. Ich hätte noch nicht mal eine Reihe weglassen können, weil in jeder Reihe was drinsteht, was ich gebraucht habe. Ach ja, wir speichern. Das sind da bestimmt 10 Stunden oder so. Guck, 5 übrig. Mission 0? Bin ich noch so am Anfang? Oh. Krasser Effekt, ey. So, jetzt sind wir im nächsten Raum, mit dem nächsten Schlüssel. Sieht aus wie das Tagebuch eines Forschers. Willst du es lesen? Ja. Es ist einfach, jegliche Art von Energie zu entfesseln. Die wirkliche Aufgabe ist es, sie zu kontrollieren. Die Verbesserung des Initiators hat die Energieeffizienz maximiert. Dem zum Trotze waren wir unfähig, den Stabilisator-Sicherheitsmechanismus seit dem Unfall von vor 3 Jahren voranzubringen. Die dritte Energietheorie wird die Geschichte der Menschheit drastisch verändern. Doch solange es ein unsicheres Element bei der Kontrolle dieser Energie gibt, selbst wenn die Problemwahrscheinlichkeit bei nur 0,1% liegt, ist all meine Arbeit völlig vergebens gewesen. Die Dämmwirkung des Stabilisators, den wir heute Nacht benutzt haben, war ungenügend. Der Bereich, der von überschüssiger Energie beeinflusst wurde, hatte einen Radius von etwa 1 Kilometer. Das Ergebnis des heutigen Experiments wird den Militärs gefallen. Die riesigen Kreaturen, die nach seinem Abschuss erschienen sind, haben mich enorm inspiriert. Machen die irgendwas mit, auch mit Viren oder so? Wichtig ist jetzt, diesen Ort unversehrt zu verlassen. Sobald ich alles analysiert habe, werde ich den Komplex durch den Keller evakuieren. Okay. Jetzt muss ich wieder alles alleine machen. Gail ist einfach nicht da. Ach, hier kann man nicht durch. Ich habe eh keinen Platz. Computerraum, komme ich da nicht her? He's not here. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has been activated. Was? Emergency lockdown in progress. What's going on? No. Kirk must have tripped off the security system. That fool. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. What's wrong with this thing? Cool it, Gail. We'll find a way outside.
Hier, jetzt darf ich endlich, ja? Darf ich endlich hier dran rumfingern? Oh, wieder ein Bedienfeld. Okay. Nee, das ist falsch. Ich glaube, wir müssen alle benutzen, würde ich jetzt sagen. Aber es kann sein, dass sich manche überlagern, was ja an sich nicht schlimm ist. Ich würde sagen, das hier als erstes. Wir müssen mit dem anfangen. Nein, ich will das andere nehmen. Weg. Hm?
Fast, würde ich sagen. Das hier muss auf jeden Fall als erstes. So. Warning. The emergency lockdown has been bypassed. You have 10 minutes until this section is sealed off. We'd better get moving. We've bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dock's private quarters. You should be able to make a clean break through it. Are you sure? Yeah, but there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. Don't. Fine. What about you, Chief? Make your choice. Was wirst du tun? Wähle den Plan, den du sinnvoller findest. Geldstrategie. Durchbrechen und sich aufs eigene Geschick verlassen. Wegstrategie mit Rückgrätschen und durch die Luke entkommen. Wir sind... Beim Anfang haben wir ja auch erst Weg gemacht. Das eigene Geschick verlassen. Mit Rückrechnen und durch die Luke entkommen. Also es kann ja nicht sein, dass dann da irgendwie eins, dass wir da Game Over sind. Außer ich stelle mich natürlich komisch an. Wir nehmen jetzt mal Gales Strategie, weil das letzte Mal hatten wir Riggs Strategie und haben den anderen doch nicht gerettet. Au! Oh, das waren wieder zwei. Wo ist denn die komische Notluke überhaupt? Wir kennen nur eine Luke. Oh,
Oder pennt einer? Aber jetzt zieh es auf. Weiß nicht, du bist hier irgendwo. Sie läuft alleine. Gail. You're a lucky guy, Doc. So this must be the elusive Dr. Kirk. Yeah. Gave us quite a run for our money. You get around, don't you? Just like a rat. You got this whole island set up as your little maze. Well, I am glad I kept you entertained, tough guy. I'm surprised they sent someone after me. I had heard they reported me as deceased. If that's the way you want it, I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, Agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. You can't do this! I have rights! According to command, you're government property, pal. I suggest you take it up with them. No! They can't do this to me! They deserted me 3 years ago and now they want me back? This is preposterous! Shut up. Then shoot me, you idiot. You lame, flat-top, jaw-headed. Shut up. Where's the communication room? Take it out. I need a card to access that elevator. I know you've got one. Hand it over, Doc. Fine. So, we're all set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business? Na endlich. Leuchtet mal wieder was. So, das ist doch die Notluke, die sollten wir doch benutzen. Da haben wir also den Dr. Kirk gefunden. Der Dr. Kirk ist ganz schön jung. Mal gucken, wo ich hin muss. Ich bin da. Du siehst mich nicht. Jetzt frage ich mich gerade, hätten wir Gales Weg genommen, hätten wir den Dr. Kirk überhaupt gefunden? Hey, ihr Süßen.
Schäden, ne? Ja, klar. Drück mal den Knopf. Wir sind hier in einem Funkraum. Ach, wir sind hier hin. Auf dem Kasten steht das folgende. Antennenschlüssel, nur im Notfall. Ja, wir brauchen die Antennenschlüssel. Okay, ja. Sehr gut. Ich habe nichts zum Aufmachen. Ich habe keinen Stecker, ja. Eine Aufzeichnung. Die Antenne wird ab 21 Uhr aufgrund des Experiments vorübergehend eingefahren. Eine Liste von Funkfrequenzen für verschiedene Ziele. Das elektrische Feld ist instabil. Vielleicht ist die Antenne die Ursache des Problems. Okay. Ach, das ist ein Speicherraum. Okay. Nein, es gibt keinen Strom. Aber ich habe doch den Schlüssel. Der Aktivierungsschlüssel wurde benutzt. Vorbereitung für Antennenbenutzung abgeschlossen. Das ist eine Kanone. Ja, cool. Und du? Wir haben die Antenne erfolgreich aktiviert. Und jetzt haben wir zum Heliport. Oh, ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier. Der Controller hat vibriert. Was?
Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund. Ja, es wird eine sehr holprige Reise hier bei Dino Crisis. Ich bin gespannt, welches komische DDK-Ding uns noch im Weg stehen wird, dass ich, wenn ihr irgendeine Erklärung habt und ihr habt Zeit und Muße, mir das zu erklären, wie man da auf Energy kommt, dann wäre ich da sehr verbunden. Ich kann auch noch mal googeln, ob ich irgendwie was finde, aber das, wo ich jetzt drüber so gescrollt habe, das war echt alles nur, der Code ist DDK, der ist DDK und nicht, warum ist er DDK? Also warum ist er Energy? Das verstehe ich nicht so richtig. Die nächste Folge wird es am Sonntag, den 28.05. geben, weil danach ist ja Pfingsten. Genau, so sieht's aus. Also schaut gern wieder vorbei, wenn ihr noch Geduld für mich aufbringen könnt. Habt ihr es damals auch gespielt? Habt ihr auch immer mal gehangen? Ich hoffe. Also habt einen schönen Abend und nächste Woche gibt es wieder normale Livestreams am Freitag und am Samstag und dann am Sonntag Dino Crisis. Also. Achso, die Livestream-Spiele sind immer noch Resident Evil 4 und Demon's Souls, gell? Das wisst ihr Bescheid. Habt einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.